Herzlich willkommen bei Hier ab 4. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes, langes und entspanntes Wochenende. Große Aufregung herrscht heute bei uns im Studio, denn zu Gast ist der Leipziger Fanclub von Andrea Berg. Gleich wird Deutschlands erfolgreichste Schlagerinterpretin und frisch gebackene Gewinnerin der Goldenen Henne bei uns sein. Und im Gepäck hat sie ihr brandneues Album Abenteuer. Das können Sie mit etwas Glück heute bei uns gewinnen. Unser Gast zum Café ist die erfolgreichste Schlagersängerin Deutschlands, Andrea Berg. Herzlich willkommen. Andrea Berg hier bei uns im Studio. Unser Gast zum Café. Und extra für Sie haben wir gedacht, da gucken wir doch mal, wer vom Fanclub in Leipzig heute zu uns kommen kann. Und Sie haben sich wirklich heute Zeit genommen, die Arbeit geschwänzt so ein bisschen, richtig? Nein, Urlaub genommen. Urlaub genommen, aber ne? Auf jeden Fall ist möglich gemacht, dass wenigstens ein paar vom Fanclub heute Nachmittag hier sind. Wie geht's Ihnen denn? Sehr gut. Bisschen müde, aber voller Power. Es war doch langes Wochenende, schönes Wetter. Man hätte sich doch im Liegestuhl im Garten so richtig schön... Denkste. Aber es war schön. Ich habe heute schon, bin heute schon 2000 Fans begegnet, habe Autogramme geschrieben auf das neue Album drauf und habe jeden gefragt, welches Lieblingslied er hat. Und also, es ist schon eine schöne Zeit gerade. Dann machen wir uns jetzt eine halbe Stunde ein bisschen Entspannung bei Hier ab 4, ne? Alle Mann zusammen. Und dazu gehört natürlich ein schönes Getränk. Wir haben ja unsere Küche, ich habe schon mal eingerichtet. Also ich hätte zu bieten Espresso, Kaffee oder, ich meine aus gegebenem Anlass, ein Gläschen Sekt. Mache ich sonst nie, schon gar nicht während der Arbeit. Das ist aber toll. Wollen wir? Herzlichen Dank. Zum Wohl auf die Goldene Henne und auf die nächsten tollen Alben. Es ist ja erstmal das aktuelle Abenteuer. Zum Wohl, auch mit dem Fanclub. Schön, dass Sie alle da sind. Man darf ja nicht anstoßen mit Sekt, aber macht nichts. Goldene Henne, letzte Woche. Viele haben es ja gesehen. Haben Sie auch gesehen? Wie ging es Ihnen denn in dem Moment? Also Sie nach vorn gerufen worden, als Sie, ich meine, Sie sind ja Vollprofi auf der Bühne, aber sowas ist doch bestimmt ein besonderer Moment. Ja, das war sehr, sehr ergreifend, weil auch mein lieber Kollege Florian, der hat wirklich auch so ganz bewegend und so persönlich gesprochen. Und das ist ein Publikumspreis und das liegt mir natürlich schon am Herzen. Das ist ja das, was ich geben will. Ganz, ganz viel Liebe. Und die bekomme ich wirklich weit über diese Henne hinaus zurück. Und dafür bin ich einfach dankbar. Und dann kann man sowas auch wirklich mal so... Also dann stehe ich schon da hinter der Bühne und denke, nicht weinen. Also wenn man genau hinguckt, dann habe ich schon das Gefühl, dass Sie einen dicken Kloß im Kehlkopf hatten oder auch in den Augen ein bisschen was wegdrücken. Wir gucken uns das noch mal an. Wir haben noch ein bisschen von der Laudatio von Florian Silbereisen und natürlich auch Andrea Berg. Für den größten deutschen Musikpreis Echo hat sie seit Jahren ein Dauerabo. Und zu Hause auf ihrem schwäbischen Bauernhof braucht sie längst keine Tapeten mehr vor lauter Gold- und Platinplatten. Meine Damen und Herren, diese Frau ist ein einziger Hit. Deutschland muss seinen Superstar längst nicht mehr suchen, denn sie ist es. Meine Damen und Herren, die Goldene Henne 2011 in der Kategorie Musik geht an Andrea Berg. Vielen, vielen herzlichen Dank für 20 Jahre Treue, für so viel Liebe. Guten Abend, Happy. Und für das Herz am richtigen Fleck. Ich möchte natürlich auch Dieter Bohlen an dieser Stelle nochmal danken, der ganz bestimmt zuguckt für die letzten zwei so aufregenden Jahre. Und meiner ganzen Familie, meinem Team, meiner Band und all den Menschen, die mich haben nie aufgeben lassen. Lasst uns versuchen, weiter an die Träume zu glauben und an das Herz und die Liebe. Bernhard, guten Abend und vielen herzlichen Dank. Andrea Berg, letzte Woche Mittwoch bei der Goldenen Henne. Wir haben gerade Schlückchen drauf getrunken und man hat es jetzt wirklich, also ich habe jetzt auch gedacht, na da, ja,
Aber schön. Das ist doch schön, das ist doch wirklich schön. Und das ist ja auch das, was auch bewegt und was auch rüberkommt. Und auch jetzt bei diesem neuen Album Abenteuer, da ist so viel Seele drin und gleichzeitig so viel Lebensfreude. Und die Menschen saugen das auf und es kommt genau dahin, wo es hin soll. So wie Gummibärchen für die Seele, genau an den richtigen Fleck. Von den Gummibärchen für die Seele zu den Gummistiefeln für die Seele. Sie sind ein Mensch, der gerne von den High Heels wechselt zu den Gummistiefeln und so richtig in der Natur unterwegs ist und anpackt auf ihrem Hof, wo sie richtig mitmachen. Und das war, soll schon ein Traum gewesen sein. Da waren Sie noch in der Krankenpflege tätig, wo Sie gesagt haben, ich wünsche mir ein Haus, ich wünsche mir einen Mann, Kinder und 4 Paar Gummistiefel vor der Tür. Ja, das war immer so dieses Bild, was ich schon ganz, ganz früh hatte. Gänse und so einen großen Berner Sennenhund, der in der Sonne döst und so die Vorderpfoten übereinander schlägt. Und dann halt eben Gummistiefel und draußen in der Natur. Und wenn man jetzt bei uns zu Hause so guckt, dann erwischt man den Ben dabei, der ja sowieso am liebsten nur schläft und ab und zu mal was frisst. Gummistiefel haben wir und noch über 50 andere Tiere. Schön. Und wir haben hier im Studio Gummistiefel aufgestellt. Also es ist ja jetzt momentan so ein Trend. Man muss ja nicht in grün durch den Garten toben, sondern in bunt. Und wir haben uns gedacht, wir verlosen heute Gummistiefel, unterschrieben von Andrea Berg, für unsere Zuschauer, die uns eine Mail schicken und uns schreiben, Andrea Berg, ich bin der größte Fan und ich brauche unbedingt diese Gummistiefel. Aber die müssen dann auch mal bei mir ausmisten kommen. Ja, das ist Größe 40. Wir gehen einfach mal rüber und Sie suchen sich ein paar aus. Das können wir unterschreiben. Und dann am Ende der Sendung gibt es dann einen Gewinner, der... Die sind ja schau, hä? Guck mal. Ja, also wir haben ja auch noch den Tiger-Look oder das passende... Also die gefallen mir hier. Okay. Die unterschreibe dann, ich mal. Wir haben, glaube ich, schwarz und silber. Und können das Ganze hier ein bisschen höher, weil hier unten ist ja dann der Mist. Ja, das stimmt, je nachdem, wo man ausmistet. Ich bin ja erstaunt, also ich meine, wenn Sie wirklich ausmisten und im Garten umgraben und Unkraut zupfen, dann sehen normalerweise die Finger ein bisschen anders aus. Haben Sie da nicht Probleme mit Ihren langen Fingern? Ich war jetzt schon 3 Wochen nicht zu Hause. Okay, dann können wir im Nagelstudio alles nicht im Stall. Und dann passt. Okay, die Gummistiefel haben wir jetzt. Sie wissen Bescheid, liebe Zuschauer. Wenn Sie die haben wollen, schicken Sie uns eine Mail unter hierab4@mdr.de und am Ende der Sendung geht dieses Paar auf die Reise. Ich nehme Andrea Berg einfach mit rüber in unserem Wintergarten und dort machen wir uns ein bisschen gemütlich. Der Hof, wo Sie tätig sind und ausmisten, das ist ja der Sonnenhof in einem kleinen Ort. Und da sollen Sie auch, wo Sie den das erste Mal gesehen haben, gesagt haben, hier will ich bleiben, hier will ich demnächst leben. Waren Sie dort zum Auftritt oder sind Sie dort durch Zufall angekommen? Ich war da gebucht. Ja, und ich kam da im Dunkeln an. Und als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, habe ich aus dem Fenster geguckt und habe wirklich so auf diesen Weinberg geguckt. Und da war irgendwas, da war was. Und dann habe ich gedacht, ach, schön. Ja, aber da gehört ja noch ein Mann dazu, dem das Ganze gehört. Den mussten Sie auch erst mal für sich gewinnen. Oder wie kam das? Ach, das war eigentlich eine sehr, sehr romantische Geschichte, weil ich habe dann, wie ich das immer tue, nach meinem Auftritt ganz, ganz lange Autogramme geschrieben. Und er stand so gegenüber und hat mich die ganze Zeit so angelächelt. Und ich dachte mir, Leckerchen. Ja. Aber mehr war dann auch nicht. Und das hat sich dann erst so wirklich ganz, ganz zärtlich entwickelt über Monate, dass er dann immer mal wieder zufällig bei einem Auftritt dann da war. Also es war so, schon so ein Märchen. Und irgendwann habe ich dann... bin ich dann zu meiner Mama gegangen und habe gesagt, Mama, was würdest du denken, wenn wir noch mal umziehen? Mhm. Hat meine Mama gesagt, sag mir, wann ich packen soll. Und schon waren wir weg. Es ist ja nicht nur ein kleines Bauernhaus irgendwie, sondern das ist ja wirklich ein Riesenunternehmen, wo 14 Leute unter einem Dach leben. Also die Eltern, die Schwiegereltern, die Kinder von ihnen, die Tochter und die Söhne vom Mann. Das muss man ja auch erstmal handeln und man muss ja auch miteinander klarkommen. Gibt es da nicht auch mal Streit und Zoff und Meinungsverschiedenheiten? Ja klar, aber durch Reibung entsteht Wärme. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich wirklich aufeinander verlassen kann. Ja, also ich könnte jetzt meinen Schwager anrufen, der hat ein schnelles Auto, der wäre in 2 Stunden bestimmt hier. Mhm. Also was ich sagen will ist, natürlich ist es, hat man zwischen den Generationen auch schon mal Konflikte. Aber wichtig ist, dass man sich wirklich drauf verlassen kann. Und ich habe ja gerade in der Zeit, als das mit meinen Eltern passiert ist, war ich zum Beispiel bei der Echo-Verleihung. Und es war immer jemand von der Familie da, meine Nichte war da, meine Schwiegermutter war da. Also jeder kümmert sich auch um Lena und jetzt um meine Mama. Und das ist halt eben das Wertvollste auf der Welt, wenn man so eine Familie hat, die auch so funktioniert. Hatten Sie den grünen Daumen, würde ich es nicht nennen, aber das Faible für die Natur oder für die Tiere schon als Kind?
Oder kam das jetzt erst als Ausgleich? Ich hatte das eigentlich schon immer, weil wir hatten zu Hause einen Schrebergarten und da hatten wir so unser eigenes Beet, unsere eigenen Tomaten, Kartoffeln, Bohnen, da waren wir ganz, ganz stolz drauf. Und jetzt ist auch wirklich so das Schönste, wenn ich daheim bin, ich habe so ein Auto, wo man hinten die Rückbank umklappen kann. Mhm. Ja. Und das Schönste ist, wenn ich dann zum Blumenmarkt fahre, zum Gartencenter fahre und das ganze Auto ist voll. Und dann gehe ich nach Hause und pflanze ich alles ein und es ist einfach so, kann ich mich unwahrscheinlich gut bei entspannen. Und es können die Fans auch vorbeikommen. Das ist auch ein bisschen ungewöhnlich, weil eigentlich möchte man doch ein bisschen Privatsphäre haben. Sie laden die Gäste noch ein ins Hotel? Ja, das ist aber schön, weil das wäre ja Zeitverschwendung, wenn ich ständig in so einem Kokon leben würde und sagen, oh Gott, lass mich bloß in Ruhe. Das Schöne ist ja, dieses Abenteuer Menschen zu begegnen. Und deswegen bin ich gerne auch dann nicht. Ich ziehe mir dann ein schickes Dirndl an und kümmere mich auch selbst um die Gäste. Wir haben gerade noch so eine schöne Woche zusammen gefeiert beim Open Air. Da waren wir wandern, haben wir zusammen Kässpätzle gegessen. Vorspar muss ich immer den Bauch anziehen. Und wir haben ganz, ganz tolle Sachen zusammen gemacht. Und das denke ich, dass beim Konzert hat man nicht immer so viel Zeit. Aber wenn die Menschen dann zu mir kommen, dann entstehen auch wirklich mal so ganz, ganz nette Gespräche, dass man mal abends zusammensitzt beim Gläschen. Ich habe so einen ganz, ganz schönen, kuscheligen Kachelofen bei mir im Restaurant. Und da machen wir auch zum Beispiel zu Weihnachten, da steht ein Flügel und dann singen wir spontan so Weihnachtslieder. Sowas kann man ja sonst gar nicht. Ja, sonst. Aber ist das nicht manchmal auch anstrengend, wenn man immer umgeben ist von Fans? Ich habe es vorhin beobachtet, wir haben hier Fotos gemacht im Studio, da wird man angefasst, in den Arm genommen und dann will der oder die noch ein Foto haben und mit einem reden und man ist vielleicht gerade vom Auftritt fix und alle und will sich eigentlich nur noch hinlegen und was essen. Aber das, was da passiert, ist ja Liebe. Das ist unsere aller Energiequelle und das suchen wir ja. Und ich denke, dass die Menschen haben das verlernt. Die Menschen machen so eine Mauer um sich rum und sagen, oh, das ist mir unangenehm. Dabei tut es unwahrscheinlich gut, wenn man einen Menschen mal in den Arm nimmt. Und das kriegen die Menschen auch von mir. Ganz, ganz viel Trost, ganz viel Hoffnung und ganz viel Liebe. Und ich bekomme das multipliziert zurück. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Und dass das so erfolgreich ist, das sehen wir ja. Und für die, die Andrea Berg heute erst kennenlernen sollten, für die gibt es jetzt noch eine Art Gastporträt. Schon vorbei mit lebenslänglich. Sie steuert weiter in Richtung Erfolg. Andrea Berg hat gerade erst ihre Trophäensammlung mit der Goldenen Henne erweitert. Sicher nicht die letzte Auszeichnung. Ihr neues Album Abenteuer verspricht schon jetzt wieder ein Hit zu werden. Dafür hat sie ein Jahr lang mit Dieter Bohlen geackert. Eine Zusammenarbeit, die anfangs kritisch betrachtet wurde. Der Bohlen ist ja so und so und Andrea ist ganz anders. Also Andrea ist ja, sag ich mal, die Mutter Teresa der deutschen Schlagermusik und Bohlen so eher der, keine Ahnung, ja. Und die dachten natürlich, also, dass das echt raucht und knallt. Ein Knaller war das erste gemeinsame Album von Andrea Berg und Dieter Bohlen tatsächlich. 16 Wochen hielt sich das Album in den Top 10 der deutschen Charts und verkaufte sich mehr als 650.000 Mal. Damit toppte Andrea Berg all ihre vorherigen Werke. Auch die Tour schlug richtig ein. Während ihre Hits durch die Decke gehen, bleibt Andrea Berg aber auf dem Boden. Sie lebt glücklich mit Mann und Tochter auf einem Bauernhof mit angeschlossenem Hotel. Und die gebürtige Krefelderin packt gerne selbst mit an. Star-Allüren sehen anders aus. Obwohl sie schon längst als Sängerin bekannt ist, arbeitet sie lange noch als Krankenschwester weiter. Bis heute setzt sie sich für die Hospizbewegung ein, bekommt 2008 dafür das Bundesverdienstkreuz. Seit ihrem Debüt vor fast 20 Jahren zahlt Andrea Berg den Menschen ihren persönlichen Erfolg zurück. Auf den Schlagergipfel hat es Andrea Berg mittlerweile geschafft. Allein 5 der letzten 6 Alben schafften den Sprung auf Platz 1 der deutschen Charts. Mit ihrem neuen Album kann es nur so weitergehen. Und das neue Album gibt es heute zu gewinnen, liebe Zuschauer. Wenn Sie bei uns anrufen unter 01802 15 15 18, sind Sie direkt hier bei uns im Studio, können Ihre Frage loswerden. Und das tut als erstes Frau Nebert. Herzlich willkommen. Hallo Frau Hutz, guten Tag, mein Name ist Nebert aus Dresden und guten Tag Frau Berg. Herzlichen Glückwunsch auch von mir für die Henne, auch von meinem Mann, der Heinz, der mag sie sehr. Meine Frage wäre, wie geht eigentlich Ihre Tochter Lena mit ihrer großen Popularität mit ihrer Mutti, von ihrer Mutti um? Ach, wenn ich ganz ehrlich bin, seit ich mit Dieter Bohlen arbeite, ist das überhaupt kein Problem mehr, weil da bin ich auch ein kleines bisschen ein Popstar. Ganz klasse. Sie mag Dieter Bohlen, die Tochter?
Ja, das ist natürlich so dieses DSDS und so, das gucken die sich immer an. Und das war natürlich ein Riesengeschrei bei uns zu Hause. Mhm. Und wie reagieren die Klassenkameraden von ihr? Sie ist jetzt 13, ja, in dem... Schon in dem Alter, wo... Also von mir wollten die noch nie Autogramme, aber von Dieter Bohlen musste sie jedem eins mitbringen. Aber ist ja nicht schlimm. Okay, Sie kriegen auf jeden Fall Autogramm und CD von Lebert. Vielen Dank. Danke Ihnen. Schönen Tag noch. Bitte schön. Danke, tschüss. Worauf legen Sie den Wert bei der Erziehung Ihrer Tochter? 13 ist ja jetzt so ein Alter, wo Sie jetzt Flücke werden und vielleicht auch der erste Freund langsam ansteht. Also ich denke, das Allerwichtigste ist wirklich das Vertrauen zu haben. Ja, und das hatte ich immer zu meiner Mama und das versuchen wir natürlich jetzt auch weiterzugeben an Lena, dass man wirklich mit allen Dingen nach Hause kommt und nirgendwo anders hingeht. Und ich denke, das ist letztendlich das Allerwichtigste, dass man den Kindern die Freiheit lässt, sich auszuprobieren, aber trotzdem versucht, die Grenzen zu setzen und sie zumindest so ein kleines bisschen in die richtige Richtung zu lenken. Wie viel Zeit haben Sie denn mit ihr, auch mal irgendwie vielleicht einen längeren Urlaub zu machen oder sowas? Also in diesem Jahr waren wir natürlich gar nicht in Urlaub, aber sonst bin ich ja eigentlich viel zu Hause. Ja? Mhm. Ich bin ja viel daheim und da sind wir schon eigentlich ganz viel zusammen. Und wenn Ihre Tochter jetzt ankommen würde und sagen würde, Dieter Bohlen, habe ich ja ganz gute Chancen, ich mache jetzt mit bei DSDS, ich bewerbe mich, singt sie vielleicht auch? Also Lena singt im Chor, ja, hat eine schöne Stimme, ich neige ja an die Vererbungslehre zu glauben. Mhm. Und wenn Lena ankommen würde und sagen würde, Mama, ich will das jetzt auch machen, dann wäre ich mir ganz sicher, dass sie sich all der Konsequenzen bewusst ist. Weil seit Lena 3 Wochen alt war, waren wir miteinander unterwegs. Also sie kennt auch alles, was drumherum ist. All das, dass man ständig unterwegs ist, dass man immer im Hotel ist, dass man immer lächeln muss, auch wenn man gerade mal wirklich einen dicken Kloß im Hals hat. Und ich glaube, dass sie sich dieser ganzen Konsequenzen bewusst ist. Und wenn sie sich dafür entscheiden würde, dann denke ich, dass sie auch genau weiß, was sie tut. Ja, und dann will sie es auch. Und dann ist es auch gut. Wir hatten gerade Dieter Bohlen angesprochen, mit dem ja dieses aktuelle Album produziert wurde. Wie war denn das erste Zusammentreffen von Ihnen beiden? Ja, also da ich ja früher auch so in der Modern-Talking-Zeit aufgewachsen bin, war das natürlich schon was sehr verrückt war. Wo ich dann auch, als ich das erste Mal ins Studio kam, auch gedacht habe, oh, wenn das mal gut geht. Mhm. Ja. Aber eigentlich hätte ich auf meine Urgroßmutter hören müssen. Die hat schon früher immer zu mir gesagt, Mädchen, wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Mhm. Ja, und wenn man dann einen Dieter Bohlen mal beobachtet, der ja wirklich Musikgeschichte geschrieben hat, dann muss man doch sagen, wer solche Melodien schreibt, solche emotionalen Melodien komponiert, wie sie auch jetzt wieder auf dem Album Abenteuer sind, der kann kein böser Mensch sein. Mhm. Wir haben mal Dieter Bohlen befragt, wie er so die Zusammenarbeit sieht mit Andrea Berg. Bin ich ja gespannt. Sie ist super zuverlässig, ja. Also die sind morgens die Erste, die quasi hier ist und es ist super vorbereitet. Also ich hatte noch nie irgendeinen Künstler, der so gut vorbereitet ist, ja. Also die kennt jeden Text, die kennt die Melodien. Wir brauchen die Nummern jetzt nicht 1000 Mal zu machen, weil sie einfach, sie weiß, was sie da singen will, wie sie singen will. Sie hat alle Texte auf diesem Album geschrieben. Und dadurch hat sie sich natürlich Stunden, Tage, Monate mit diesen Titeln beschäftigt. Und ich glaube also, dass du heutzutage wirklich nur eine Chance hast am Schlagermarkt, wenn du einzigartig bist. Die Musik ist ja sehr ähnlich von vielen Leuten, ja. Also brauchst du einen Künstler, der wirklich sehr markant ist und irgendwas Besonderes hat. Und Andrea hat eben diese ganz besondere Stimme. Ja, und dieses Album, was ja erst am Freitag rauskam, war am Samstag schon mit Platin veredelt, hat mir der Fanclub gerade verraten. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Das ist echt toll, oder? Wenn man so ein Feedback bekommt oder so belohnt wird. Ja, ich freue mich sehr, weil das genau dahin kommt, wo ich es hinhaben wollte, nämlich in die Herzen und in die Seelen. Und deswegen, ich frage auch jeden, was ist dein Lieblingslied? Und da sind so ganz verschiedene Facetten. Und genau das wollte ich haben. Mein Lieblingslied ist gleich das erste, Piraten wie wir. Das ist so... Lust auf Abenteuer, Lust auf Freiheit, Lust, was zu erleben, kommt Ihnen doch sicherlich auch. Das streckt sich so nach dem Leben aus. Mhm. Ja, und das ist auch das Motto unserer neuen Tournee, Abenteuertour. Da will ich mal Peter Pan sein. Ich komme mit einem riesengroßen Schiff und alle können bei mir anheuern. Und wir lassen einfach mal 2,5 Stunden alles draußen, weil ich denke, es ganz, ganz wichtig ist, auch mal wieder ein bisschen durchzuatmen. Mhm. Wie schaffen Sie denn das selber? Also wenn Leute in Ihr Konzert gehen, 2,5 Stunden gehen die raus und haben so eine Leichtigkeit oder so ein Glücksgefühl im Gesicht. Also trällern vielleicht noch auf dem Heimweg. Aber wie schaffen Sie das selber? Sie haben doch sicherlich auch Schicksalsschläge hinter sich, gerade in diesem Jahr, wo es Ihnen nicht so gut geht oder ging. Ja, aber ich denke, da sind wir ja alle eins.
Ja, kein Mensch ist da irgendwo isoliert und alle haben zu Hause ihre kleinen Dramen und Katastrophen. Und wenn die Menschen zu mir kommen, dann wollen sie sich einen Augenblick davon ausruhen, davon erholen, mal lachen. Ich finde, man muss auch immer kompensieren, man muss auch mal lachen und ein bisschen träumen und einfach mal frei sein von all dem, was einem wehtut und was einem schmerzt. Und ich glaube, da halten wir einfach zusammen. Also man sieht es, wenn man das auf der Bühne sieht, wie Sie auf der Bühne agieren und wie das Publikum drumherum. Ist einfach toll. Und wir schauen uns mal noch ein Stück an aus einer Show mit natürlich dem fast berühmtesten Lied, glaube ich. Du hast mich tausendmal belogen. Berg in ihrem Element. Schön. Steckt richtig an und man kriegt Lust, mittendrin sein zu wollen. Also jedenfalls geht es mir so und ich glaube unseren Zuschauern auch. Ich habe jetzt Frau Walter am Telefon. Schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Tag, Sie beiden. Also Sie sind eine ganz traumhafte, tolle Frau, Andrea Berg. Sie sind echt der Goldschatz, die Apotheke für die Seele. Gutes Leben. Schön gesagt. Ich wollte mal fragen, wie viele Paar Schuhe Sie insgesamt haben? 50? Bestimmt. Ja, ja. Das ist ja noch wenig. Aber schöne auch. Auch welche, die man nur zum Angucken hat. Toll. Und eine zweite Frage. Bringen Sie vielleicht auch noch mal eines Tages eine schöne Weihnachts-CD raus? Ich habe ja eine schöne Weihnachts-CD. Die heißt Dezembernacht. Da sind 6 Titel, 6 eigene Titel drauf. Und so schöne Titel wie Haichi Bumbaichi. Oui. Und ansonsten warten Sie noch mal ein kleines bisschen. Vielleicht habe ich ja noch was für Sie so gegen Ende des Jahres. Ist ja nicht mehr lange. Toll, das ist super. Machen Sie weiter so traumhaft toll. Und noch einen schönen Tag. Sie bekommen ja erstmal das Album Abenteuer und auf das Weihnachtsüberraschungspaket freuen wir uns dann alle. Dankeschön für Ihren Anruf. Und weil Sie gerade die Schuhe angesprochen haben, ich möchte Ihnen noch mal sagen, liebe Zuschauer, wir vergeben ja heute die Gummistiefel, unterschrieben von Andrea Berg. Das ist die Größe 40. Wenn Sie die haben wollen, schicken Sie uns eine Mail mit 1-2 Sätzen dazu, warum Sie unbedingt diese Schuhe haben wollen und warum Sie so ein großer Andrea Berg-Fan sind. Hier ab 4@mdr.de. Das ist unsere Mail bis 17 Uhr. Also nicht mal lange haben Sie noch Zeit dazu. Als Dagmar Friedrich das Lied sang, da sind wir gerade so in die Schule gekommen. Kennen Sie sie eigentlich? Also haben Sie ja, das nicht verfolgt, sie, was hier im Osten los war mit Kesselbuntes? Und was ja, das gab? Kesselbuntes, klar, und diese großen Shows, die kamen ja schon immer vom MDR. Und ich habe auch meine allererste Fernsehsendung, wir haben sie ja vorhin gerade gesehen, Kilimandscharo mit den vielen Locken, mit dem MDR gedreht. Und die Martina, meine Visagistin, war damals schon meine Visagistin und ist es heute, fast 20 Jahre später, immer noch. Deswegen, ich bin schon sehr, sehr arg verbandelt. Und als ich damals das erste Mal zu Ralf Siegel ins Studio kam, da sagte er mir, sag mal Mädel, wo bist du denn eigentlich zu Hause im Osten? Da sage ich, wie, ich komme doch vom Rhein. Ja, aber du bist doch da immer unterwegs. Ja, sage ich, da. Da haben die Menschen es halt schon längst erkannt. Und da flogen einem immer schon die Herzen so zu. Und deswegen, ich bin jetzt auch noch 2 Wochen hier mit meinem Album unterwegs und treffe halt eben nette Leute, die ich auch schon, also das sind mehr als Fans. Das ist irgendwo so schon, das ist schon Familie. Ist schön. Jetzt geht's demnächst auf Tour im Januar. Was können die Leute erwarten? Gut, mit dem Piratenschiff, das haben wir schon gehört vorhin. Also riesengroße neue Show. Also ich habe den DJ Bobo noch ins Boot geholt. Oh, ich habe jetzt den besten Komponisten Dieter Bohlen. Dann habe ich einen, der wirklich für diese Spezialeffekte, für diese Showgeschichten, also es wird richtig rauchen und knallen. Und 20 Jahre Bühnenjubiläum haben wir, also alle großen Andrea Berg-Hits, aber verpackt halt
in die Piraten, das sind wir, und wir versuchen auf unserer Reise die Träume zu retten. Muss ich da im Piratenkostüm kommen, wenn ich komme? Das wäre so schön. Augenklappe, also so eine Augenklappe und Kopftuch wäre doch schön. Das ist cool. Und weißes Hemd. Super, machen wir. Und Sie machen mit. Ich sage Dankeschön, Andrea Berg. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Besuch. Das wird ja nicht lange dauern. Und dann ist das nächste Album sicherlich da, denke ich mir. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt erstmal toi, toi, toi für das jetzige. Danke. Wir hatten ja heute Andrea Berg in der Sendung und wir haben von ihr erfahren, dass sie genauso gerne High Heels anzieht, aber auch Gummistiefel, davon ganz viele hat, weil sie ja einen großen Bauernhof zu versorgen hat. Und sie hat bei uns trendige Gummistiefel unterschrieben und wir haben gesagt, schreiben Sie uns eine tolle Mail, warum genau Sie der richtige Gummistiefelgewinner sind. Es haben über 500 Zuschauer mitgemacht, tolle Mails geschrieben und das Los fiel auf Ramona Schulz aus Krauschwitz 02957, müsste Sachsen sein. Und sie hat geschrieben, ich finde die Musik von Andrea Berg super. Ich würde mich freuen, die Stiefel zu gewinnen, da ich eine Tierpension und einen Hundehort habe und viel bei Matsch, Pampe, Regen und Sonne mit den Tieren draußen bin. Herzlichen Glückwunsch, die Stiefel gehen zu Ihnen. Und ich sage Dankeschön, dass Sie hier waren, der Fanclub von Andrea Berg, dass Sie zugeschaut haben. Morgen gibt es ja wieder hier ab 4 mit Andreas Fritsch. Und vielleicht können wir zum Schluss noch was zusammen von Andrea Berg singen. Ich kann ja mal dirigieren. 3, 4. Du hast mich tausendmal belogen. Naja, das üben wir noch ein bisschen. Ich glaube, das klingt mit Andrea Berg besser. Wir sind